So, ich habe heute mal ein Video für euch. Und zwar ein Star Wars Lego Video. Das ist jetzt von der, mal gucken, ob man es lesen kann, der Z95 Headhunter. Genau, von 8 bis 14 Jahren. Nummer 750.004. Nein, Scherz. Ist die Nummer 75004. Ich lese es immer so vor. So. Hier einmal das Raumschiff. Und dann hier, ich habe noch mehr Lego Star Wars. Hier einmal, hier. Dazu habe ich die Kartons nicht mehr und ich bin am Überlegen, ob ich davon dann überhaupt ein Video mache, wenn ich die Kartons nicht habe. Dann muss ich mal kurz das Zubehör zusammensuchen. Was haben wir denn hier? Hier einmal. Mal gucken, ob man es lesen kann. 501 Legion Klontrooper Pongrel. 501 Klonpilot. Genau. Bei dem weiß ich gerade gar nicht, was dabei war. Aber bei dem war, glaube ich, auch eine Waffe dabei. Was ist denn das da? Ah, er hat das Fernglas in der Hand. Okay, mal gucken, ob ich das finde. Nein, ich finde es leider nicht. Aber dafür setze ich ihn einfach eine Pistole an. Ja, also das ist gerade ein bisschen schwer. Erik, machst du es das mal mit den Pistolen? Ja, was Also, hier denn? haben wir einmal in Lego die Mhm. Pistolen. Ja, an jedem Mensch ein. Genau, so sieht einmal der Porn-Grill aus. Ich muss gerade mal mein Handy irgendwie einfach mal anders hinten, weil es gerade nicht hält. Erik, hältst du es mal kurz Ja. auf die Pack, auf die Verpackung, dass ich Entschuldigung, mal. dass mein Finger da war. Was? Und dann hier einmal. Pong Grell. So sieht er aus. Dann hier haben wir einmal 501 Klonpilot. Dann 501 Legion Klontrooper. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Raumschiff. Hier vorne hat es keine Fähigkeiten, einfach nur so. Und wenn wir hier dann kommt der Fahrer rein. Hinten. Ah, hier ist es ja, das Fernglas. Das hält der 501 Klonpilot dann in der Hand. Und hier unten kommt dann auch noch kommen dann noch zwei Pistolen rein. Und dann drehen wir das Ganze mal um. Dann sehen wir hier einmal eine Kanone. Mal gucken, ob ich so hinstellen kann. Genau. Hier einmal eine Kanone. Ich kann sie mal versuchen, aber sie kommt gerade eh nicht raus. Ja, gerade geht's nicht. Ich muss sie dann mal reparieren. Erik, hältst du mal kurz? Ich versuche mal Ja, kurz. aber ich habe mal kurz eine Frage. Ja. Wo sitzen dann die, So, jetzt guck, habe ich es repariert. die anderen zwei Versuch's. Menschen? Welche anderen zwei denn? Also, die beiden, weil das ja der Pilot ist. Ja, das ist einmal ein Redi-Ritter und die guten Klonkrieger dann halt. Hier dann. Ich muss es mal wieder reinfuchteln. Genau, so. Und dann drückt man das hier so rein. Und jetzt, ich habe ein bisschen Angst zu schießen. Mal gucken, ob es geht. Hier einmal. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Es ist geflogen. Ja, wenn man das. Hier ist ein Hebel und wenn man das hochdrückt, dann fliegt es. Erik, tust du es mal reinstecken. Okay. Jetzt runterdrücken, genau. Dann hier einmal die Landbeine. Da fehlt mir vorne meins leider. Ich habe es irgendwo verlegt, aber dafür, es ist bei mir jetzt zwar ein bisschen schief, aber so finde ich es auch geil, wenn es dann so steht. Ja, dann auf der Verpackung hinten. Mal gucken, was hier dann noch, dass die alle neu sind. Und dann hinten auf der Verpackung, genau.
steht dann hier einmal die Standbeine, dann hier einmal in Star Wars Schrift erklärt. Hier ist dann das Fernglas drin, hier ist dann der Pilot. Dann sieht man hier auch nochmal, dass da die Pistole dran ist und dann, dass da reinkommt. Hier einmal das Fiesteil. Und hier so, ja, sonst wird nichts mehr erklärt, außer noch hier so dieses Raumschiff. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis jetzt. Das war noch nicht das Ende. Nein. Ich habe mir überlegt, ich stelle euch noch was vor. Ja, bisschen schlecht hier. Das stelle ich euch vor. Einfach mal. Ja, davon habe ich jetzt, der gehört nicht dazu, der ist nicht dabei. Hier einmal solche. Da ist dann auch noch eine Ersatzfigur dabei, und zwar Darth Maul. Ich habe das Laserschwert ist von Luke Skywalker, der mir leider kaputt gegangen ist. Bin ich sehr traurig. Aber man kann nichts machen, wenn manche Figuren einfach verschwunden gehen. Ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal weiter. Hier einmal Darth Maul mit seinen Roboterbeinen, weil Obi-Wan Kenobi ihn ja in zwei geteilt hat. Und dann hier einmal kann man das auch noch so aufklappen und dann sind hier einmal zwei Laserschwerter drin. Und zwar einmal ein schwarzes, das gibt es wirklich. Ich habe es jetzt noch in keiner Sendung gesehen, aber ich weiß sehr viel über Star Wars und das ist eins der seltensten. Und einmal das rote. Ich weiß nicht, warum er kein doppeltes hat, weil er die da wahrscheinlich so hat. Und den lege ich jetzt mal hier so auf die Seite. Dann, hier. Das fällt mir oft ab. Ich krieg's jetzt gerade nicht dran. Erik, magst du das da mal rantun? Ja. Was denn? Das da mal da ranstecken. Muss ich kurz die Hände hier. So sieht es dann aus. Man kann es auch hier noch einfach so verstellen an diesem Hebel da oben. Und jetzt, hier kann man zwei Waffen transportieren. Hier kann man sich festhalten. Hier einmal kann man diese Sachen umklappen. Hier kann man sich nochmal festhalten. Dann dieses Motorteil da kann man hoch und runter klappen. Mal gucken, hat es noch irgendwas? Nein, ich sehe jetzt einfach nichts mehr. Was hat es denn noch, Erik? Wenn du hier irgendwie so drückst, dann schießt es irgendwann. Ah, genau. Dass die Teile sind gar nicht zum Festhalten. Erik, hältst du mal kurz das Handy so hin? Vielleicht zu dir. Unsere Zuschauer ja dann. Nicht zu mir, so hin. Dass man sieht, dass das bisschen liegt so. Dann klappt man das hier so hoch. Und dann unten, wenn man das sieht, diese roten Teile da, die machen dann, ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen. Die fallen dann so runter. Ich weiß nicht, was das bewirken soll, aber so sehen die dann aus. Und die steckt man dann wieder hier rein. Ist mir gerade noch was. Immer dieses Teil fällt runter. Und das war's jetzt auch schon mit diesem Modell. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Modell. Und zwar mit diesem. Das erkläre ich so, da sind nicht viele Sachen. Hier einmal. Da muss man dann so dagegen drücken und dann schießt. Ich mache es jetzt lieber mal nicht. Hier einmal kann man es aufklappen. Das ist das Kanonenboot übrigens. Hier einmal ein Droid mit einer Waffe. Und hier oben die Landkarte. Und dann kann man hier auch noch hier so steuern. So schießen. Das sind so Schießsachen. Und hier auch noch. Jetzt fällt mir gerade wieder was runter. Die Lego-Sachen sind schon manchmal so Sachen, wo immer was runterfliegt. Das kommt hier hin. Ja. Dieses Kanonenboot ist absolut mein Lieblings-Lego. Dann hier so Stacheln. So auf der anderen Seite auch noch. Und wenn wir das Ganze dann mal umdrehen. Die Waffen hier einmal, zweimal an den Seiten. Und hier. Die muss man dann hier so. Oh. Und dann tut es das weg. Und dann so, glaube ich.
dann fällt das runter. Das soll jetzt in der Sache sein, dass es dann Bomben sind. Und dann muss man das wieder reinholen. Das dauert jetzt kurz, weil das gar nicht immer so leicht ist. Und dann kommt das hier auch noch rein. Ja, ich mache das einfach später. Erik, präsentieren einfach mal kurz, zeigen einfach mal hier alles Lego, was ich habe. Sie hat zum Beispiel noch so ein Rumschuh. Ich präsentiere auch gleich noch mal den Rest. Ja, Erik, ich bin fertig. Und das war auch mal das Kanonenboot in Lego. Und da ihr Adler. Und jetzt kommt. Jetzt sehen wir deine Hose. Kleinsten Teil. Und das Haus. Komm mal her, Erik. Hier einmal zum kleinsten Teil. Genau. Das ist so ein kleines Schiff. Das kriegt man für 10 Euro in jedem Müllermarkt. Jetzt merke ich gerade, hier fehlt irgendwas. Und da hinten ist der R2D2. Nein, das ist nicht R2D2. Das ist nur so ein. Ich hab mich gefreut, deswegen habe ich es genommen. Aber das ist ja nur so ein halber Kopf. Habe ich dann auch erst bemerkt. Und das war dann einfach kacke. Und es. Ja. Hier vorne einmal ein Star Wars Pilot, dann hier schießen, von hinten schießen und ja, das war das kleine Raumschiff. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten, ne? Nein, das habe ich selber gebaut, das gehört nicht dazu. Ich glaube, ja, stimmt, bei dem Kanonenboot war auch noch Wookie dabei, Skywalker, und so ein Droid, genau. Und der, glaube ich, weiß es jetzt nicht mehr genau, was da dabei war, aber es waren schon einige dabei. Und dann hier. Genau. Diese Figuren waren dabei. Lando Calrissian. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie der heißt. Und hier einmal Boba Fett. Hier einmal die Effekte. Hier kann man es aufmachen und Waffen reinlegen. Dann hier nichts. Hier kann man es so abwehren, so bewegen ein bisschen, nach oben und nach unten. Von unten ist nichts. Das hat jetzt nicht so viele Effekte, merke ich gerade. Nee, und hier hinten nochmal ein Schutzfeld, glaube ich so. Hier kann man das so bewegen, wenn so drauf geschossen wird irgendwie. Ja. Und ja, das war's dann auch schon mit diesem Raumschiff. Das hat nicht so viele Effekte. Und das war dann auch mal unser Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen immer hoch. Ich habe auch noch ein anderes reingestellt und nächstes Mal gibt es wieder ein Ü-Ei-Video. Und nächstes Mal gibt es das Video. Und zwar das Lehrgeb-Video, wie ich es so schön nenne. Und das diese ganzen Ü-Eier werden weggehen. Ja, hoffe ich mal, dass sich jemand meldet bei mir und beim nächsten Video. Also, das war's. Ciao.